Ja, moin moin zusammen. In diesem Video erkläre ich dir super einfach anhand von verschiedenster Beispiele, was die Wirtschaftlichkeit, die Produktivität und die Rentabilität, was die allgemein bedeuten und wie du diese ganz einfach berechnest. Und dazu gibt es sogar noch jeweils eine Übungsaufgabe für dich mit anschließender Lösung. Also kommen wir zur Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftlichkeit stellt einfach ein Verhältnis her zwischen Leistungen und Kosten bzw. Aufwendungen und Erträgen. Falls du die unterschiedlichen Begriffe noch nicht ganz verstanden hast, geile Videos auf meinem Kanal. Aber das Ziel von dem Ganzen ist, du möchtest über 1 kommen. Wie mache ich das zum Beispiel? Die Wirtschaftlichkeit berechnet sich, indem du den Ertrag geteilt durch den Aufwand nimmst oder eben deine Leistungen durch deine Kosten. Anders ausgedrückt, das, was du rausbekommst, den Ertrag von deinen Produkten zum Beispiel, wenn du die verkaufst, geteilt durch den Aufwand, das, was dich das Ganze gekostet hat. Sehr vereinfacht erklärt. Du möchtest einfach schauen, ob das Ganze ja wirtschaftlich war, die was rausgebracht hat, die Produktion zum Beispiel. Nehmen wir an, du verkaufst das Ganze für 190.000 und hattest für diese Produktion dieser Güter 150.000 Aufwand gehabt. Aha, 150.000 reingesteckt, 190.000 rausbekommen. Du merkst, in der Theorie hast du 40.000 in Anführungszeichen Gewinn gemacht. Geile Sache. Und das ist eben der Sinn und Zweck der Wirtschaftlichkeit. Wir schauen, ob das Ganze wirtschaftlich war. Haben wir mehr rausbekommen, als wir reingesteckt haben? Und darum muss der Wert auch über 1 sein. Weil in unserem Beispiel hier kommt jetzt halt 1,27 raus. Aha, das war wirtschaftlich. Also bedeutet das, eine Wirtschaftlichkeit von 1,27, dass für jeden eingesetzten Euro Aufwand, den du hattest, einen Erlös von 1,27 Euro erzielt hast. Ja? Jeden Euro, den du reinsteckst, machst du 1,27, holst du raus. Also machst du 27 in Anführungszeichen Cent Gewinn pro Euro, den du reinsteckst. So vereinfacht gesagt kann man das sehen. Dann kommen wir mal zur Produktivität. Wie das schon sagt, es hat was mit einem Produkt zu tun. Wie aktiv ist man? Wie produktiv ist man? Die Produktivität gibt nämlich Auskunft darüber, wie viel der jeweiligen Produktionsfaktor von der Inputmenge benötigt wird. Und das ist eigentlich nur zum Vergleichen da. Also das Ziel sollte sein, dass du ein besseres Ergebnis rausbekommst als den Vergleichswert. Okay, was meine ich jetzt damit? Also die Produktivität rechne ich, indem ich deine Ausbringsmenge, das Output, geteilt durch die Einsatzmenge, die Inputmenge. Hier geht es jetzt nicht um Geld sozusagen, sondern um Güter. Nehmen wir vor, wir produzieren Flaschen, 2500 Stück. Und dafür haben wir 4 Arbeiter benötigt. Aha, jetzt merkst du, Ausbringungsmenge sind diese produzierten Flaschen. Eingebracht habe ich 4 Arbeiter, die dafür arbeiten. Und jetzt weiß ich, wie viele Flaschen ein Arbeiter sozusagen produziert hat. Und zwar 625 Stück. Das bedeutet also bei dem Beispiel, jeder Arbeiter schafft es, 625 Flaschen zu produzieren. Und das ist die Produktivität eines Arbeiters auf die Produktion von Flaschen bezogen. Also, zu Deutsch auch wieder, was kriege ich raus, geteilt durch, was stecke ich rein? In dem Beispiel hier Flaschen und Arbeiter. Und jetzt gibt es die Rentabilität. Alles klar, das ist so ein bisschen verwandt mit der Wirtschaftlichkeit, aber die gibt Auskunft darüber, wie hoch das Zinsniveau des investierten Kapitals ist. Klingt jetzt ein bisschen strange, aber folgt mir mal unauffällig. Der Zielwert sollte immer über dem üblichen Marktzins sein. Mit anderen Worten, dass wenn du zum Beispiel jetzt zur Bank gehst und dort dein Geld reinknallst, dann kriegst du Zinsen, jedes Jahr 3, 4, 5%, kommt immer drauf an. Und da möchtest du immer drüber liegen, weil sonst würdest du dein Geld, anstatt in ein Unternehmen zu stecken und irgendwelche Sachen zu produzieren, natürlich einfach dein Geld zur Bank tun, da musst du ja nichts dafür arbeiten, hast kein Risiko. Und das ist der Sinn und Zweck. Rentabilität sollte immer über dem aktuellen Zinsniveau liegen. Aktuell einfach mal Beispiel 8%. Dann nimmt man natürlich noch so einen sogenannten Risikoaufschlag, den man eben meint. Ich könnte ja einfach zur Bank gehen und 5% kriegen. Aber so ein Unternehmen ist natürlich risikoreicher und deswegen möchte ich noch mehr Geld, als ich bei der Bank bekommen würde. Darum ist dieser Risikoaufschlag dabei. Aber nun, wie berechne ich die Rentabilität in Prozent? Du nimmst deinen Gewinn, das, was du rausholst, geteilt durch dein durchschnittlich eingesetztes Kapital. Und das Ganze dann mal 100. Und das machen wir jetzt mal. 85.000 haben wir Gewinn gemacht. Eigenkapital hatten wir 390.000, also, weil wir im Durchschnitt so viel investiert hatten. Und dann sehe ich jetzt schon 85.000 durch 390.000 mal 100 ergibt 21,79%. Dadurch, dass ich 390 Euro sozusagen in mein Unternehmen investiert habe, habe ich es geschafft, 85.000 Euro rauszuholen, Gewinn zu wirtschaften. Und jetzt merke ich, aha, ich habe sozusagen in Anführungszeichen Zinsen auf meine 390.000 von 21,79% bekommen.
Und das ist natürlich rentabel. Und darum ist das die Rentabilität. Wie rentabel ist es, dass ich mein Geld zum Beispiel in ein Unternehmen investiere, anstatt es zum Beispiel auf die Bank zu bringen? Also bedeutet das Ganze eine Rentabilität von 21,79%, bedeutet, dass für jeden Euro deines eingesetzten Kapitals sozusagen 22 Cent erwirtschaftet wird. Gerundet. Hier habe ich jetzt gerade 21,79 und das ist ja gerundet 22% und darum 22 Cent. So kannst du es dir vorstellen. So, und jetzt mal die Übungsaufgaben. Hier die allererste, berechne mir doch mal die Wirtschaftlichkeit, dieses Mal mit Leistungen und Kosten. Achtung, die Lösung kommt jetzt. Wunderbar, da haben wir das Ergebnis. Dann ermittle mir doch hier mal die Produktivität. Achtung, die Lösung kommt jetzt. Und zu guter Letzt berechne mir jetzt die Rentabilität. Achtung, die Lösung kommt jetzt. Und hier war eben das Beispiel. Bei dem vorherigen habe ich dir das Eigenkapital als durchschnittlich angegeben. Aber hier hatten wir einen Anfangsbestand von 330.000, einen Endbestand von 355.000. Und das musst du immer machen. Wenn du einen Anfangsbestand und einen Endbestand bei der Rentabilität beim Eigenkapital hast, musst du das immer erst miteinander plus rechnen und durch 2. Weil dadurch kriegst du immer dein durchschnittliches eingesetztes Eigenkapital. Und dann kannst du erst das Ganze ermitteln. Wichtig.